Ja, hallo zu einem, ja, kann man sagen, Let's View diesmal. Ja, es ist doch, glaube ich, noch ein Let's View, denn wir schauen uns gleich das Mediabook zu dem Film Glücksbirchi an. Glücksbirchis, ja, was habe ich damit zu tun? Ich als alter Sack, wenn man so will. Und ihr seht, ich habe hier einige Sachen aufgebaut zu dem Thema aus meiner eigenen Sammlung. Und es hat alles einen persönlichen Bezug irgendwie. Ja, Glücksbirchi ist, ja, die Care Bears oder bei uns eben Glücksbirchis genannt. Ich habe sie kennengelernt schon 1985 in dem Dreh, so gleichen Zeitraum, wo ich auch Transformers und so lieben gelernt habe. Die waren auch dort vertrieben worden, eben halt, oder verkauft worden. Und ja, irgendwie waren mir die Bilder schon bekannt und dann kam es eben halt den Glücksbirchi-Film 1985. Ich muss zugeben, ich habe ihn mehrfach im Kino gesehen. Ich weiß, dass ich ihn 85 zum Kinostart geguckt habe und ich habe ihn danach auch noch mal bei einem Sommerfilmprogramm im Kino gesehen. Also ich habe ihn, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Kino gesehen, gebe ich ehrlich zu. Beim Sommerfilmprogramm muss ich dazu sagen, bei uns im Kino in den 80er Jahren war im Sommer oder überhaupt im das Kinoprogramm im Sommer war oft eine Flaute. Das ist nicht so wie aktuell, dass wir im Sommer auch Blockbuster haben, aber früher war es so, dass der Sommer freigelassen wurde wegen Sommerferien, dass die Leute eben weniger ins Kino gegangen sind. Und da hatte zum Beispiel unser Kino ein 6-Wochen-Programm mit ja, 7 verschiedenen Filmen pro Woche. Also jeden Tag ein anderer Film, der 3-mal gespielt wurde. Und unter anderem war es auch mal Glücksbirchi. Und da, glaube ich, habe ich ihn 2-mal hintereinander gesehen. Kein Witz, habe ich wirklich gemacht. Weil ich einfach Spaß dran hatte. Ich mochte diese Magie des Films, diese Fantasie. Es hat mich irgendwie, ja, begeistert, fasziniert. Ja, wie dem auch sei. Ihr seht, da sind Stücke dann auch dadurch in der Sammlung in, ja, hineingewandert. Ne? Also in dem Sinne habe ich hier zum Beispiel das Einklebealbum von 1985. Das wird in einem Extra-Video angeschaut. Hier sind aber keine Bilder zum Film, sondern reine Motive drin, eben halt mit den verschiedenen Bärchis und Thematiken. Ne, man kann das sehen, hier auch dieses Ganze wird schon angeschaut. Ich habe auch noch ein paar Aufnahmen, sodass ihr das nochmal direkt sehen könnt. Ich persönlich mochte den Herzbärchen sozusagen, den Schmusebärchen am liebsten. Und das seht ihr auch hier. Ich habe mir damals, das ist wirklich eine Figur von den aus den 85ern, habe mir diesen wunderschönen Plüsch- oder Stofftier Schmusebärchen gegönnt. Echt ist er wirklich nur, hier hinten ist so ein kleines Herz. Da steht dann auch Care Bear drauf. Das zeigte, dass das echt war. Das ist die kleine Version. Ich glaube, die hat 30 Mark gekostet. War schon teuer und oder 20 Mark, kann auch sein. Habe ich damals bei so einer Supermarktkette erworben. Und es gab auch noch eine Nummer größer. Also ich habe aber hier den kleinen, den wollte ich unbedingt haben. Der steht wirklich seit damals in meiner Sammlung. Auch hier die Nase, das ist so ein kleines Herz. Und ja, er hat mich sozusagen schon von meinem Jugendkinderzimmer, also 85er, wo ich noch zu Hause bei den Eltern gewohnt habe, bis in meine jetzige Wohnung mit verfolgt oder mitgenommen wurde und hat auch dort auf einem Sammelregal einen Platz bis heute. Ja, in dem Sinne ist diese Plüschfigur eben halt ein Teil davon. Genauso wie Freundschaftsbirchi. Hier habe ich eine kleine Gummifigur, die stammt auch aus der Zeit. Freundschaftsbirchi eben halt hier schon mit so einem Eisbecher und eben halt seinen beiden Blumen. Schon ein bisschen abgenutzt. Leicht, weil ich weiß nicht, ob ich damit gespielt habe, was auch schade ist. Das ist ein Zeichen der Zeit. Er hat auf der Rückseite, das werdet ihr nicht sehen können, so hier in dem Video, aber kleine schwarze Flecken bekommen oder braune Flecken, weil leider das Plastik auch ja so anläuft. Ist halt ein Zeichen der Zeit. Aber ich habe eine Originalfigur und das begeistert. So, in dem Video geht's, oder in diesem Video soll es ja gleich gehen, dass ich mir das Glücksbirchi ja, Mediabook, was ich hier habe, genauer anschaue. Das tue ich auch gleich. Das habe ich, das schalten wir sozusagen gleich in eine Nahansicht. Aber das will ich noch nicht ja, ganz auseinandernehmen, sondern ich gehe erstmal ein bisschen weiter. Der Film basiert ja auf den Glücksbirchis. Die Glücksbirchis gibt es auch inzwischen noch viel mehr als das, was ich hier habe. Es gibt Comics oder gab Comics, Hörspielkassetten. Davon habe ich gar keine. Wenn ich mal welche auf dem Flohmarkt finde, nehme ich sie gerne mit. Bisher habe ich aber noch nichts von den klassischen so wirklich viel gefunden. Die Videokassette habe ich irgendwann mal gefunden vom Film.
Die DVD habe ich auch gefunden und mir dann sozusagen zugelegt. Habe ich dies nicht wie diese Edition bewusst gekauft, sondern wirklich am Flohmarkt gefunden. Die Anfänge der Glücksbirchis in den 80er Jahren haben sie gemacht als Grußkartenmotive. Deswegen sind die auch hier wirklich in diesem Album sehr viele Motive von diesen Grußkarten enthalten. Und das ist wirklich sehr interessant. Davon gibt es ein extra Video, ein Let's View dieses Albums. Schaltet gerne rein, wenn es online bereits ist. Wenn ihr das hier seht, dann da oben wird ein Link eingeblendet und dann könnt ihr es verknüpft sehen. Ansonsten ja, müsst ihr noch kurz warten. Egal, es wird auf jeden Fall ein Video kommen. Und ich habe hier sogar zwei deutsche Glückskartenmotive, ob wirklich Karten, das ist wie Kreditkarten, so Plastikkarten, leider auch schon ein bisschen angelaufen. Die Firma SusiCard, die war bei mir sogar in der Nähe, jedenfalls hatte unter anderem die Rechte an den Glücksbirchis, an diesen Karten und diese Grußkarten. Ich weiß nicht, ob es noch richtige Papierkarten gab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, sie haben diese Plastikkarten so rausgebracht, die man kreditkartenmäßig, da habe ich von zwei mir damals gekauft, noch nicht benutzt. Das könnt ihr auch sehen gleich warum. Sind leider angelaufen, waren mal richtig weiß. Ist halt ein Zeichen der Zeit auch. Man kann es auf der Rückseite auch gleich sehen, wenn ich euch diese Aufnahmen oder ich zeige euch Bilder davon. Hier auch auf der Karte, wie schön, dass es dich gibt. Seht ihr Schmusebärchen und Freundschaftsbärchen. Und auf der Rückseite gibt es so ein Feld, da kann man den Namen eintragen. Das ist so typisch wie bei Kreditkarten unterschreiben. Und da könnte man dann jetzt zum Beispiel, ne, wie schön, dass es dich gibt. Das waren hier Inga, Hannelore, ja, Diana und wen kennen wir noch alle? Das, ne? Mama, Papa, Schwesterchen, Brüderchen, wie auch immer, kann man alles eintragen. Also irgendwelche Namen, die einem einfallen, auch Schmusebärchen und so weiter. Das ist ja auch ein Spitzname heutzutage geworden. Und das macht es natürlich auch ganz lustig irgendwo. Und ich habe hier die zweite Karte, Glück ist. Und dann ist auf der Rückseite, aber nicht gerade, sondern quer, der Spruch weiter zu wissen, dass jemand an dich denkt. Also das ist die Entstehung. Das sind auch Karten aus den 80ern. Hier steht kein Datum drauf. Das war leider so üblich. Aber zwei wunderschöne Motive. Und dann gab es eben halt dieses Stickeralbum. Hier habe ich noch meine Stickertüte, habe ich damals vorsichtig aufgeschnitten. Auch eine Erinnerung von früher. Ja, das ist so ein bisschen Merchandise. Es gibt noch wesentlich mehr. Aber das war so das, was ich jetzt besitze in dieser Zeit. Kann sein, dass ich noch mal irgendwas habe, was ich jetzt vergessen habe. Aber das ist so das, was mich erinnere. Und dann gab es 1985 diesen, ja, Abenteuerfilm, der eine Botschaft hatte, eben halt auch, und das hatte mich auch sehr begeistert, eben halt das Ganze und irgendwie diese Faszination der Figuren, diese positiven, ja, der Kampf zwischen Gut und Böse, um Liebe und so weiter. Irgendwie hat er mich angesprochen und ich fand ihn sehr schön. Ich habe auch früher die Videokassette mir aus der Videothek ausgeliehen. Hier seht ihr, das ist jetzt diese Version der Videokassette. Hinten seht ihr Bilder. Ansonsten hier drin natürlich, Videokassetten geben nicht viel her. Aber auch eine sehr, sehr schöne Edition. Die Geister, die das Glück beschützen. Gut, Glücksgeister wurden sie bezeichnet. Doch ein sehr schönes Postermotiv. Und ja. Jo, kann man so sagen, ne? Ansonsten eben halt ist es sehr, sehr gelungen. Und bin ich kurz sprachlos, aber egal. Es kann sogar sein, wenn ich es noch finde, dass ich noch mal irgendwelche Aushangbilder habe von dem Film. Wenn ich die habe, spiele ich die am Ende des Videos ein. Ich spreche das einfach mal so ganz in den Raum, weil ich mir gar nicht so sicher bin. Ich hatte die mal und mir fiel es nur gerade spontan ein. Deswegen habe ich gezögert, dass ich die vielleicht noch habe. Aber ihr kennt das, man nimmt ja kein Video dann doppelt auf, wenn man einem noch mal einen spontanen Einfall hatte, wo es sein könnte. Ja, es gibt auch eine LP des Soundtracks zu dem Film, die habe ich aber bisher noch nicht in meiner Sammlung, habe ich auch nicht zufällig gefunden. Aber egal, das soll es auch nicht wichtig sein. Ja, Glücksbirchi, der Film, ist ein sehr spannender Film. Auf Videokassette habe ich ihn dann auch zigmal gesehen in den 90ern, das war ja üblich, es gab ja nur Videokassette. Und dann gab es irgendwann auch ihn auf DVD. Es gibt auch noch eine andere Edition. Ich habe dann hier diese Edition. Er ist ab 0 Jahren freigegeben. Hier ist auch nicht wirklich viel drin, außer ein Motiv des Films und ja. Und die DVD. Und hier hinten seht ihr auch noch mal ein schönes Artwork. Ja,
Der Film, wie gesagt, ist auch in einem sehr guten Zustand. 73 Minuten, 4:3. Er ist nie wirklich 16:9 gewesen. Lasst euch das auch mal so ein bisschen gesagt sein. Auch hier drin ist ein 4:3 Format. Es gab wohl keine Widescreen-Fassung. Ich gucke jetzt hier noch mal kurz drauf. Aber sowas war noch nicht üblich zu dieser Zeit, mit 4:3 und sowas zu schreiben. Das gab es nicht so in der Masse. Die wurden einfach so abgebildet. Aber es war auch schon geplant, den ins Fernsehen zu bringen und da weiterzumarken. Und 4:3 war in den 80ern halt das Motiv. Dieses Widescreen gab es nur im Kino, aber die Videofilme wurden damals komplett geschnitten. Das ist mir auch bewusst nicht, oder nicht aufgefallen bewusst, aber ja, so war es dann eben halt. Aber er wurde eben halt im Fernsehformat, im klassischen von früher, wurde er auch veröffentlicht. Ja, und jetzt ist diese wunderbare Edition herausgekommen bei Cape Light. Und es ist, ich weiß nicht, ob es limitiert ist, es nicht, es steht keine Limitierung drauf. Hat mich knapp 30 Euro gekostet, gebe ich zu. Aber ich wollte den Film gerne auf einer Blu-ray haben. Hier ist eine Blu-ray und eine DVD drin. Und ja, was kann ich noch sagen, ohne dass ich jetzt spoilere das Ganze, weil ich ja gleich mir das genauer anschauen werde. Ich kann nur so grob sagen, ja, der Film hat eine sehr gute Bildqualität, er ist digital remastered worden und ja, kommt mit schönen, kräftigen, bunten Farben daher und hat halt eine klassische Monospur, ist monoton, ist halt die Sache der Zeit. Man hat ihn jetzt nicht neu abgemischt im Ton, aber es reicht auch. Es ist im Endeffekt ein Kinderfilm, für mich eine schöne Erinnerung. So, jetzt schauen wir uns das mal ganz genau an. Hier haben wir das jetzt in schöner Deutlichkeit, das Mediabook von Glücksbärchi. Als es eingepackt war, war auf der Rückseite diese Pappe eingebaut sozusagen. Ne, passt hier sozusagen direkt ran. Da waren, ja, oder da ist die Inhaltsangabe, noch einige Motive aus dem Film und ja, die Credits und die Informationen eben halt technische Informationen zur Blu-ray und zur DVD. Sie sind sonst beide identisch. Aber im Endeffekt ist das schon gemacht. Die Rückseite ist Werbung von Cape Light Pictures. Die ganzen Mediabooks, die sie rausgebracht haben. Das kleine X bedeutet, ist, steht hier nicht mehr lieferbar. Eigentlich schade. Ich habe einige noch entdeckt da drauf, die mir gefallen haben. Die ich sonst vielleicht gekauft hätte. Egal. So, das, wie gesagt, gab es dazu. Und jetzt schauen wir uns dieses Mediabook wunderbar ein oder an. Es ist so eine Art Papierdruck. So ein bisschen fühlt sich das an, so leicht rau, ein bisschen, ja, kann man das beschreiben. Es ist halt so ein bisschen so ein Papiereinband gefühlt, aber trotzdem sehr stabil und sehr schön. Hier sehen wir ein schönes Motiv und es ist auch sehr farbig. Es ist eben halt, wenn man es genau sieht, hier auch sehr farbenfroh trotzdem. Es ist trotz dieses matten Einbandes die Geister, die das Glück beschützen. Da sehen wir hier der Titel von MGM, Blu-ray. Und DVD, also beide Logos drauf und die Nummer. Und hier seht ihr auf der Rückseite, bevor wir uns das genau angucken, bevor war dieses hier aufgebrückt. Und somit haben wir ein wunderbares Buch eben halt. Und ihr könnt hier sehen, ein wunderschönes Motiv aller Glücksbärchi und der die Freunde der Glücksbärchi. Also richtig schön gemacht, muss ich sagen. Unten nochmal so ein paar Copyrights. So, und dann gucken wir uns an, wie das da drin aussieht. So, hier sehen wir die Blu-ray mit diesem wunderschönen Motiv eingearbeitet. Ihr könnt hier sehen, es passt perfekt. Und wenn man das hochnimmt, ist natürlich das Motiv auch direkt darunter. So, kann man schön sehen. So, und dann habe ich mir das auch schon so versucht, so hinzudrehen, dass das hier perfekt passt. Irgendwo, ne, ein bisschen kann man so gehört das jetzt, damit es auch cool aussieht. Ja, dann wir weiter. Einmal kurz durch. Ich will gar nicht die Texte eingehen. Hier haben wir auch ein schönes Motiv. Also ihr seht, es sind viele Motive aus dem Film eingebaut. Dann sind hier ja, eine sehr informative Betextung, sehr informativer Text zur Entstehung des Filmchens von 1985 und über die Glücksbärchis allgemein. Finde ich sehr interessant. Aber das werde ich jetzt nicht lesen und so weiter. Das ist alles eben halt sehr schön gemacht und ich finde es auch sehr schön irgendwo und hat was, ja, ja gut, das ist auf Erwachsene aber auch trotzdem für dieses Mediabook zugeschnitten, die sich in Kindheitserinnerungen schwelgen, die sich hier im Wald
an den Baum kuscheln, in die Wolken. Ja, und hier sehen wir auch nochmal ein schönes Motiv vom Ende oder vom Finale des Films. Das ist sehr, sehr schön aufgemacht, sehr schöne Motive, die ausgewählt sind, die auch sehr schön hier eingebracht wurden in diese Mediabook, auch hier eben halt ein Bild, was wir auch auf der Rückseite oder in diesem Credit-Pappe oder auf der Credit-Pappe gesehen haben. So, hier, wo die Geschichte begonnen wurde zu erzählen. Das ist sehr, sehr interessant und informativ. So, hier haben wir den Glückselefanten mit dem Herzrüssel. Hier noch ein schönes Abschiedsbild und auch mal das Vermächtnis der Glücksbärchen. So eine Information und auch die Quellen. Ja, und hier haben wir dann auch nochmal die Credits und hier seht ihr, es ist die DVD und das ist hier genauso aufgemacht. Also wenn ich das hochnehme, na, seht ihr das? Na, das ist das Motiv genau da drunter. So, drehen wir uns gleich zurecht. Wunderbar, so soll, wie sich's gehört. Ja, und dann geht's auch schon wieder zu. Das war's. Das soll es auch gewesen sein. Das war die Betrachtung des Albums und ein bisschen kleiner Smalltalk des, ja, über den Glücksbärchen-Film, was ich so in meiner Kindheit mich erinnert habe. Und ich bin ein, ja, immer noch ein begeisterter Fan. Es ist halt ein bisschen anders, sehe ich, glaube ich, den Film heute. Hat eine kleine tiefere Botschaft, muss ich sagen. Ist auch erwachsener, als man manchmal denkt. Das würde man, glaube ich, heute nicht ganz so düster mehr anfassen. Meine Eltern waren damals nicht so begeistert davon. Die fanden dieses böse, düstere Thema echt, naja, bedenklich für Kinder, kann man so sagen. Naja, was soll's. Ich habe ihn trotzdem geliebt, den Film, und ja, habe ihn jetzt wieder in meiner Sammlung in einer absoluten Top-Qualität und einer wunderschönen Edition. Deswegen wollte ich sie auch haben. Das macht es sammelswerter in diesem Mediabook. Ja, und das war's auch schon. Das war dieses Video, mal kurz über, oder dieses Let's View über das Glücksbärchen Mediabook zu dem Film, der Glücksbärchen Film von 1985. Ein Kindheitsfilm von mir, ja, ich oute mich, ich habe ihn gerne gesehen. Ja, und ansonsten lasst es mich bitte in den Kommentaren da wissen. Habt ihr ihn auch in der Kindheit gesehen, Jugendzeit, wie auch immer? Wie fandet ihr ihn? Habt ihr auch was gesammelt von den Glücksbärchen? Wenn ihr wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich habe gerade spontan gedacht, schade, dass man keine Bilder anhängen kann, sonst könnte man noch zeigen. Zeigt mir eure Sammlung. Was habt ihr in eurer Sammlung von den Glücksbärchen? Ja, das wäre ein anderes Thema, aber egal. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Ein Like, ein Kommentar, wie ich sagte, freut mich am meisten. Abonniert mich, damit ihr auch weiterhin meine Videos sehen könnt. Ich danke euch für alles. Grüße jeden, der es zugeschaut hat, und bis zum nächsten Mal.